Und damit hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von AirPods CEO hier auf Microhazard TV. So, wir wollten hier weiterbauen. Hab schon mal so ein bisschen was dazwischen gemacht, nämlich ich habe angefangen, die ersten Positionen mit der Gepäckverladestation zu verknüpfen, weil es geht ja nur, wenn kein Flug da ist. So, das ist noch deaktiviert, ist auch richtig so. Dort haben wir das. Und am besten mal einen Ausgang. Ich meine, den will ich eigentlich nicht dahin haben, sondern oben angrenzend. Und da einer vier Blöcke breit ist, brauchen wir hier die Reihe auch noch. Dann haben wir drei. So, Sicherheit, Ausgang. Haben wir da drei Ausgänge. Setzen wir noch eine Wand und dann passt das. So, hier soll der Check-in sein. Dann machen wir hier die Gepäckausgabe. Recht klein, weil es ist ja nicht viel an Flugzeugen, beziehungsweise nicht viel an Gepäck, was da theoretisch rauskommen dürfte. Ja. Zack. Zack. Und zack. Mehr brauchen wir nicht. Der gesamte Bereich. Mit dem verbinden. So, und ich habe gerade schon auch gesehen, wir brauchen eigentlich davon sogar noch eine zweite. Einfach aus dem Grund, dass wir hier noch Flüge haben. Mir fällt gerade auf und damit trennen wir uns den Sicherheitsbereich. Wir müssten hier einen Durchgang haben. Ja, wieso? Wir haben hier einen Fahrstuhl, wir haben hier schon eine Rolltreppe, dann geht das auch oben rüber. Dann bauen wir hier oben rüber die Verbindung und dann passt das auch. So, jetzt mal eben gucken, wo die nächste Position anfangen würde. Wir gehen dann bis dahin. Das heißt, es wäre hier. Da. Da wird die Position anfangen. Ja, dann geht, glaube ich, auf die andere Seite nochmal eine Gepäckverladestation. Für die anderen. So, wir haben hier quasi hier eine Verbindungsstraße, das heißt, diese können wir erstmal abreißen, dann können wir dort neue Parkposition bauen. So, das können wir öffnen schon mal. Dann auch hier wieder Mitarbeiterbereich in der Mitte, damit da keiner reinläuft. Machen ja die Passagiere hier komischerweise so gerne. Ja, Gepäcktransfer und so weiter an sich ist ja schön, dass es geöffnet ist. Bringt nur noch nichts. Wie ist verbunden? Verbunden? Nicht verbunden. So, Gepäckausgabe haben wir, aber wir haben noch keine Gepäckannahme. So, aber hier können wir auch erstmal wieder Terminal bauen. Damit das auch schon mal dann fertig ist, dass wir dort gleich weitermachen können. So, ich wollte hier die Gepäck oder Gepäckaufgabe einsetzen. Das heißt, falls da mal ein Gepäck kommt, hier brauchen wir nicht so viel. Heißt, angefangen hier. Sollte das definitiv reichen. So, und damit das Ganze wieder auch schön abgetrennt ist von anderen Bereichen, platzieren wir mal noch ein bisschen was an Wänden. So, dann nochmal Schalter. Ich hätte gerne nämlich ein bisschen mehr Check-in, weil wir haben ja kleine Flüge, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Heißt, dann gebe ich hier auf die Rückseite auch noch ein bisschen was. So, sollte reichen für kleine Positionen. Den können die Leute sich alle selbstständig einchecken, ihr Gepäck aufgeben und gut ist. So, das Gepäck muss jetzt noch einmal hier rangebracht werden, damit das auch kontrolliert wird. Und dann müssen wir hier von da nach da noch auch noch eine Verbindung schaffen, dann sind wir fertig. Schnelles Gepäckband. Ich würde gerne runter.
Diese unzulässige Position. Ja. Hätte man ja irgendwie mit rechnen können, oder? War eigentlich auch wieder nicht. Ja, brauchen wir hier einen Rand. Da hoch und da kommen wir runter, oder? Ja. Aber auch nur gerade so, ey, dass es da reinpasst. Wenn ich hier hochgehe, da passt. Ja, ein Stück voll kann man noch hochgehen, aber nicht viel. Ich frage mich, was die hier gerade alle wollen, ne? Wollen auf die andere Seite, ja. Da kommt ihr nur nicht rein. Zeit, dass wir das alte Terminal abreißen, ey. Das dauert viel zu lange hier mit dem Umbau. Müsste man echt wieder eigentlich einen Livestream machen. Dann würde es deutlich schneller gehen. So, da kann gar keiner hin, weil der erste kann jetzt dort hin. Und ich sehe gerade hier, die Position hat noch keine Gepäckverladung. Geht nicht mehr, weil ein Flug kommt. Oh, schade. Schade, Schokolade. So. Haben wir irgendwo anders noch eine Straßenverbindung? Also ja, theoretisch haben wir oben die. Beziehungsweise hier haben wir keine andere, ne? Doch, wir hätten hier die drüben mit dem Tunnel. Das heißt, wir können hier die Straße mal eben abreißen. 5. Aber das sind eine Position. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die zweite Position. Deswegen hier müssen wir dann auch irgendwie noch einen Teiler reinsetzen. Das heißt, dass wir dann hier runtergehen können, um hier drüben rauszukommen und dort die zweite Verladestation zu bauen. Schön. Genauso hier die Tunnel, glaube ich, die sollten wir auch unterirdisch verbinden. Geht aber nicht, weil da das dazwischen liegt. Schade. Ja, wieso, da kommst du doch hin. Das verstehe ich jetzt nicht, warum der da nicht hinkommen soll. So, wieder Sicherheitsbereich hier. Einmal anmachen, ausmachen. Keine Ahnung, warum das dann immer quasi bleibt. Ja, wie breit sind wir denn hier gewesen? 10 mal 20, gut. Als 10 mal 20 wäre der Bereich. Dann 1, 2 und dann hier hochgezogen. Dann kommt da und da noch eine Verbindung. Hier kommt die halbwegs mittig. Eine Richtung, in diese Richtung. Ebenso dort, auch nur in die Richtung. Keine Option verfügbar ist. Muss ja auch noch nicht verfügbar sein. So, hier schon mal umschalten auf kommerzielle Flüge. Und was stand da gerade? Cannot assigned aircraft access in world. Was? Ich habe da nicht mal irgendwie eine Verbindung hin. Naja, müssen wir die, glaube ich, doch schon verbinden. Darüber und darüber, damit da quasi schon mal die Flugzeuge rauf können. So, dann können wir hier schon mal unsere zwei kleinen Positionen noch bauen, die wir dort auch brauchen. Hier die Sitzgelegenheiten und das alles. Hier sitzt eh niemand. Von daher reichen da, glaube ich, dann deutlich weniger auf.
Also eine Sitzbank reicht wahrscheinlich so für 4 Positionen. Aber da eine hin, da eine hin. Kann da eine hin. Und dort ist wieder Gepäck durchgegangen. Ja. Hier haben wir immer noch unsere Probleme, dass jetzt quasi die Bushaltestellen voll sind. Und deswegen wieder hier die Verkehrsanbindung als mangelhaft erscheint. Es kommen einfach nicht genug Busse. Also, um es auf normale Weise auszudrücken. So, wir haben eine 5er Breite, die wir bräuchten. Damit es gut aussieht. Das heißt, dann bauen wir dort schon mal auch den Taxiway. Weil der geht ja dann hier zu denen. Das heißt, wir müssten B4 eigentlich dicht machen. So, dann sollten wir hier auch die Wände rausnehmen. Weil ich glaube nicht, dass die Passagiere einfach so durch die Wände laufen können. So, und dann haben wir jetzt halt das Problem, dass eine Station nur leider nur 12 kleine Flugzeuge kann. Das heißt, da müssen wir halt dann auch nochmal umbauen, beziehungsweise erweitern. Ah, ich hätte gern 2 davon. Die Sitzgelegenheiten sollten ausreichen, weil wir können ja hier nochmal eine hin platzieren. Und wenn die da sind, können wir die verbinden und dann sollten die auch alle einsatzbereit sein. Boarding-Schalter, Sicherheitskontrolle, Gepäckverladestation, ja. Gepäck werden die erstmal noch nicht kriegen, weil Gepäck werden wir hier hinbauen. So, dann hier. Ja, Sicherheitszone sollten wir mal platzieren. Geht bis dorthin. Dann einen Sicherheitsausgang, einen Sicherheitseingang, mehr oder weniger. 1, 2. Ach, einer reicht da. Brauchen wir da noch 3 mittlere, wobei eine mittlere können wir, glaube ich, zu einer großen dann umwandeln nochmal, damit wir den Platz optimal nutzen. Ja. So hätte ich es gern. So, dann, damit die Teile auch alle verbunden sind, gehen wir hier rüber. Bis circa dahin, glaube ich. Müsste reichen. Ja, reicht. Dann wird das abgerissen. Ne, bis den zweiten Stock hoch wollte ich jetzt nicht. Dann brauchen wir eine Rolltreppe. Zack, und einen Fahrstuhl hätte ich dort gerne auch. Müsste eigentlich hier oder so dahin. Ja. Fahrstühle weiß ich echt nicht, wie ich die immer einbauen soll, weil man halt nur auf einer Seite immer einen Ausgang hat. So, ich gehe davon aus, mit 8 Ramp Agents können wir das Ding aufmachen. Ich hoffe, dass die Fahrzeuganzahl reicht. Und ich sehe gerade, wir haben 7 Mitarbeiter. Ist doch auch mal was Schönes. So, Sicherheitsbeamten. Hatten wir gerade noch 2 zu wenig. Hausmeister hatten wir auch, glaube ich, zu wenig. Und da habe ich gerade einen schlechten Hausmeister angenommen, aber ist mir jetzt egal. Und Ramp Agents, wo wir gar keine guten haben. Müssen wir gleich nochmal nachschauen. So, Flugzeug. Du gehst bitte mal runter von der Position. Du auch. Und du auch. Aber das geht, glaube ich, bei denen gar nicht. Ha! Schlecht. Aber ich glaube, wenn wir so eine halbe Seite bauen, das reicht sogar fast.
quasi, wenn wir hier haben wir 10, dann haben wir hier 16 Positionen. Sind 4, die wir theoretisch nicht bedienen können mit Gepäck. Was ich aber schon ganz gerne hätte, von daher. Von daher müssen wir definitiv dort den zweiten Schalter bauen. So, das machen wir dort mittig. So, 1, 2. Sollte reichen. Mitarbeiter hätte ich gerne nur auf maximal einer Linie mit. So, ja, theoretisch können die Leute jetzt auch hier durch die Sicherheitskontrolle und dann hier rüber rein. Funktioniert. So, jetzt müssen wir nur noch die beiden miteinander verbinden. Dazu müsste die Straße hier weg. Die muss ja sowieso weg wegen der Verladestation. Oder? Ne, die können wir auch daneben sitzen. Dann müsste der Sitz hier aber wieder weg. So, dann machen wir da noch einen Sitz. Aber ne, ich glaube, hier müssen wir echt mal kleine nehmen. So. So, theoretisch haben wir hier die Position, dann ist es hier fast mit dem Terminal bündig, ne? Wenn ich jetzt mal hier gucke, so kleine Position, kann man das direkt da anschließen. An das andere Terminal. Dann haben wir die kompletten Terminals alle miteinander verbunden. Also im oberen Bereich. So, wenn er fertig ist, können wir hier klein alles abreißen. Heißt, die gesamte linke Seite hier kann eigentlich weg. Weil hier haben wir den Ausgang. Die Mitarbeiter können wir hier mit drauflegen schon mal. So, eigentlich können wir den Bereich hier. Ne, können wir nicht. Immer diese Gepäckstücke, die da durchgehen. Und ich glaube, hier wird sowieso nie Gepäck durchgehen. Aber es wäre möglich. Weil haben die überhaupt Gepäck? Ich weiß es nicht. Weil wenn die kein Gepäck haben, hätte ich mir das alles sparen können. Naja, vielleicht wisst ihr es, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Folge morgen. Tschüss.